Ich habe mit dem Peter Stiebe geredet. Der sucht noch einen Bäcker auf Teilzeitbasis. Und du könntest der Anni und dem Gerhard samstags auf dem Markt helfen. Hauptsache ist doch, dass wir zusammen sind, oder? Dir ist aber schon klar, dass der Peter nur den Mindestlohn bezahlt, oder? Wenigstens können wir so die Wohnung halten. Und was ist mit meinem Wagen? Hast du vielleicht mal an meinen Wagen gedacht? Sollen wir den auch so abbezahlen, oder was? Können wir doch wieder verkaufen. Nach 8 Monaten? Du willst einen Neuwagen nach 8 Monaten verkaufen? Du tickst ja wohl nicht mal ganz richtig, also wirklich. Es tut mir leid, wir haben die Sache einfach überschätzt. Du willst also damit sagen, dass ich schuld an der Sache bin? Ja, wie immer, bin ich schuld. Alles klar, vielen Dank. Katrin, ich will doch... Ich hab nie behauptet, dass dieses Zeug frisch ist. Und dann rennt diese blöde Kuh in diesem Scheißkaff rum und erzählt jedem, den sie trifft, auf ihre Hochzeit hätte es nur Gammelfraß gegeben. Und du willst mir jetzt daraus einen Strick drehen, hm? Katrin, ich will... Was willst du? Ich will doch nur, dass wir beide zusammen sind. Dann tu doch auch endlich mal was dafür, Herrgott, nochmal. Im Moment sind doch sowieso alle pleite und die Bank juckt das herzlich wenig. Wenn wir denen jetzt mit unserem Finanzierungsplan kommen, die werden uns die Füße küssen. Sowas hat es hier noch nie gegeben. Ich finde, das ist eine super Idee. Oder fällt dir vielleicht was Besseres ein? Also, ich weiß es nicht. Das ist vielleicht gar keine gute Idee, aber... Mach einen Satz draus, ja? Mein Cousin Holger, der ist doch vor 10 Jahren nach Kanada. Und er und seine Frau, die haben da eine Wäscherei. Nichts Großes oder so, aber wir könnten da vielleicht mit einsteigen. Und wo soll das bitte sein in Kanada? Das ist in Maple Ridge. British Columbia. Du willst also, dass ich in irgendeiner Wäscherei in der kanadischen Pampa versaure, ja? Ist es das, was du willst? Herrgott, nochmal. Lutz! Verdammte Scheiße! Sag mal, ist dir überhaupt klar, wie du mich jedes Mal aufs Neue demütigst? Ist dir das klar? Aber die Hauptsache ist doch, dass wir beide... Du bist ein solches Würstchen, bist du, weißt du? Ich hätte mich niemals auf dich einlassen sollen. Hast du vielleicht mal geguckt, ob du noch Eier in der Hose hast? Wahrscheinlich nicht. Vielen Dank. Weißt du was, Lutz? Mach doch deinen Scheiß alleine. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier will von dir. Verdammtes Arschloch. Ich komme in diesen Scheiß Kaffee und du... Lutz! Da war die Chance meines Lebens. Und ich habe ihn ausgeschlagen wegen meiner Mutter. Komm, es ist bestimmt noch nicht zu spät. Ruf ihn einfach an und rede mit ihm und das wird bestimmt okay. Wenn du willst, mache ich das für dich. Ich bewundere deinen Mut. Ich wünschte, ich könnte so sein wie du. Ja, das ist keine Ahnung. Diese Ausbildung im Altenheim mache ich nur wegen meiner Eltern, um was Bodenständiges zu lernen. Aber es interessiert mich null. Ich wäre am liebsten Schauspielerin. Warst du deswegen in Hamburg? Ja, um vorzusprechen, aber... Ach, mach dir nichts draus. Ich kenne Leute, die mussten 8-9 Mal vorsprechen. Du hast es wenigstens versucht. Hallo, ich bin die Steffi. Hallo. Also ich bin heute zu euch gekommen. Ich wechsle meine Freunde eigentlich wie meine Unterhosen. Weil ich meinen Ex-Freund Martin zurückgewinnen möchte. Ich spüre schon, meiner Seele geht es gar nicht gut. Ich habe halt wirklich Stress. Also mein Leben ist eigentlich purer Stress. Nee, die spricht zu mir auch und sie sagt mir... Hallo, mein Name ist Elisabeth. Servus. Ich wollte es nochmal ganz kurz mit dir klären. Ich bin eigentlich Hausfrau. Wenn du meine Meinung hören willst. Ich weiß nicht. Ich bewache sozusagen das Haus. Ich würde dir nicht vorschlagen. Ich mag dich immer noch sehr. Ich habe dir dieses Herz gekauft
und habe sogar schon dran geknabbert. Die ist 26, die hat doch nichts gemacht. Gut, die hat Theater gemacht. Sorge besser für dich. Gut. Hast du die Vita angeguckt? Da steht nichts drauf. Also ich bin eigentlich nur auf Achse. Nichts. Ich würde mich sehr freuen, Martin, wenn du zurück zu mir kommst. Markus, ich würde das nicht riskieren, ganz ehrlich. Ich habe das Warnsignal wahrgenommen. Ich habe so viel Mädels im Petto, die ich dir vorgeschlagen habe.